Willkommen zurück, meine Damen und Herren, der deutschen Ford-Szene. Und heute sehen wir ein Match zwischen Matteo auf der linken Seite mit Pinchfist gegen Ethan auf der rechten Seite, der hier auch Pinchfist spielt. Und noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle: Wir befinden uns in diesem Replay immer noch vor dem Patch des 9. April, wo Buzzsaws gebufft worden und Pinchfist genervt wurde. Nur ein kleiner Hinweis an der Stelle. Und wir jumpen direkt rein. Und ich muss sagen, das erste direkt ungewöhnliche, was ich hier sehe, ist von Matteo. Und zwar, dass er direkt für die verstärkten Streben geht. Längere Streben bringen hier mehr Stabilität in die Base. Und die werden sofort am Anfang platziert, was natürlich Matteo ein bisschen Ressourcen kostet. Und daher ziemlich ungewöhnlich ist, man sieht hier auf Ethan auf der anderen Seite, fängt erst nach dem Platzieren seiner Werkstatt damit an und dem Platzieren seiner vierten Mine, während Matteo jetzt erst seine vierte Mine platziert hat. Matteo geht weiterhin für die Waffenkammer, während Ethan, wie gesagt, für die Werkstatt geht und dritte Windturbine an dieser Stelle. Die hat Matteo auch noch nicht, von daher ein kleiner ökonomischer Vorteil für Ethan. Mal sehen, wie viel ihm das letztendlich bringt. Es ist natürlich eigentlich nur Peanuts, aber manchmal kommt es eben auf diese kleinen Vorteile an. Meine Damen und Herren, und Geiger spielt ein bisschen GTA. Wie schön. Ich habe es immer noch vergessen, schon wieder vergessen, es auszuschalten. Verzeiht mir dafür. So, die Waffenkammer ist jetzt fertiggestellt an Matteos Stelle. Und wir sehen hier, dass Ethan seine Werkstatt auch fertiggestellt hat. Und beide Spieler gehen Tier 2 Technologie, und zwar die Munitionskammer, die Munitions Plant. Und bevor Ethan seine Werkstatt verkauft, was Matteo mit seiner Waffenkammer schon getan hat, geht Ethan hier noch für einen Schwarmraketen-Launcher und platziert jetzt ein Upgrade-Center. Das sind wirklich viele Ressourcen, die da gerade drauf gehen an Ethans Stelle. Während sich Matteo dazu entschieden hat, für eine breitere Economy zu gehen. Und da kommt die sechste Mine. Er hat die untere Metallstrebe hier unten verkauft. Und geht für die sechste Mine. Was sehr cocky ist, meine Damen und Herren. Und Ethan hat dasselbe getan. Er hat die Metallstrebe verkauft. Das heißt, ich schätze mal, auch hier wird eine sechste Mine kommen. Ethan sieht jetzt, oder kann theoretisch, die sechste Mine von Matteo da sehen. Matteo würde es nicht sehen, weil Ethan sich ja schon ein bisschen in der Front mit Woodspam bereichert hat. Nach dem Patch vom 9.4. ist das Ganze wahrscheinlich nicht mehr viable, weil eine Boss-Saw hier unten rein würde wahrscheinlich schon das gesamte Fort zum Einstürzen bringen. Ja, tatsächlich. Ethan geht für die fünfte Mine. Er hat ja einen Schwarmraketenlauncher platziert. Das heißt, für ihn nur 5 Minen, für Matteo dafür 6 Minen, 3 Windturbinen. Beide Spieler haben sich schon eines Snipers bereichert. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Update der Schwarmraketen. Aber zuerst die, was ist das, eine 20mm Kanone, meine Damen und Herren. Sehe ich da gerade richtig, Ethan platziert hier eine 20mm Kanone, während sich Matteo für eine ganz normale Kanone entscheidet. Bin ich gespannt, was hier der Gedanke von Ethan ist. Die 20mm Kanone ist auf dieser Map nicht so stark, weil ihr Projektilstreuung über diese Entfernung einfach zu groß ist, als dass der Schaden präzise angebracht werden kann. Ja, es erzeugt eine einigermaßen hohe Reparaturrechnung, aber mehr auch nicht. Das ist wirklich kein Schaden, der hier irgendwie lebensgefährlich für Matteo werden könnte. Außer natürlich, Ethan plant hier noch eine Kanone hinterher zu bringen oder was auch immer. Wir bleiben gespannt, meine Damen und Herren. Zweite Kanone für Matteo. Und keine weiteren Waffen für Ethan an der Stelle. Er upgradet oder hat schon längst. Er ist schon fast fertig mit dem Upgrade des Schwarmraketenwerfers und bereichert sich eines Warheads, eines Peacekeepers. So, 20mm Kanone fertiggestellt. Warhead wird gefeuert. 20mm Kanone. Aber sie feuert und sie feuert erst jetzt. Und das könnte knapp werden. Und Ethan zerstört seinen eigenen Warhead mit der 20mm Kanone. Und kommt direkt F in den Chat. Das ist natürlich super schwierig. Und verkauft jetzt hier den Sniper. Bin ich sehr gespannt, warum, wieso, weshalb. Versucht jetzt wahrscheinlich hier seinen Core etwas besser zu schützen, weil der Sniper jetzt mittlerweile bekannt ist. Matteo Sniper dagegen noch nicht bis jetzt, und er versucht sich da jetzt gerade ein bisschen zu erproben, findet aber nichts. Sein Sniper findet aber nichts, hat jetzt gleich seine erste Kanone fertig. Micro Doors am Start natürlich. Ja, das sehen wir natürlich in den Pro Replays immer
immer, ja, Standard, diese kleinen Microdoors, die kosten weniger Energie, das ist der Hintergrund, und weniger Metall vor allem. Erster Schuss für Matteo. Geht auf die Kanone, auf die 20mm Kanone von Ethan. Und sie schießen, sie schließen und öffnen schneller. Das ist der Grund, meine Damen und Herren, und sind natürlich da deswegen weniger anfällig für Doorsnipes. Matteo jetzt, Quatsch, Ethan, wieder mit dem Warlaunch, Warhead am Start, 20mm Kanone, und er zerschießt schon wieder seinen Warhead. Matteo, ach, meine, die Namen sind aber auch schwierig, meine Damen und Herren. Verzeiht mir. Matteo hatte sich sowieso mit einem breiten Woodspam geschützt, mit den breiten Boxen gegen Warheads sehr effektiv, um den Splash Damage zu verringern. Hat jetzt hier zwei Kanonen fertig und zerstört Ethans komplette Energieproduktion. Der erste Schuss ging hier oben durch, nahm die ersten drei Windturbinen mit. Und der zweite Schuss ging auch noch einmal hier oben durch und zerstörte die letzte Windturbine von Ethan. Und der, weiß ich nicht, kümmert sich gar nicht um die Wiederaufbereitung seiner Energieproduktion, meine Damen und Herren. Den Satz habe ich da gerade nochmal elegant gerettet. Geht jetzt hier für eine Windturbine on top. Währenddessen Matteo ihn weiter pressured. Schuss auf die 20mm Kanone und schon wieder, meine Damen und Herren. Es ist unfassbar, dieses Aim hier. GG. Ja, GG. Wenn ihr so ein Aim habt, dann könnt ihr, glaube ich, auch legit Top 20 werden, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt. Ethan feuert wieder seinen Peacekeeper ab. Geht hier wieder für die 20mm. Ja, macht Schaden, okay. Nicht am Chor. Aber Ethan hat, Matteo hat mittlerweile die Guido-Kompanie ins Leben gerufen. Und zerstört jetzt da Ethan's Sniper. Richtig, da stand Ethan's Sniper. Matteo konnte sich hier gegen Warhead aufgrund der Guido-Kompanie verteidigen. Geht jetzt hier für eine interessante Konstruktion. Ich weiß nicht, ob es der Schnelligkeitshalber ist oder Bequemlichkeit, aber es gibt hier bessere Konstruktionen, sage ich mal, um mehr Stabilität hinten in die Base zu bringen. Aber ich glaube, das funktioniert so auch. Sonst würde er es wahrscheinlich nicht spielen. Ethan auf der anderen Seite hat hier auch relativ große Boxen. So groß, wie es nur geht. Ihr wollt hier hinten auf jeden Fall keine 2x2 Boxen haben. Das ist unnötig. So, und Ethan bereichert sich jetzt eines Schwarmrakete. Ich muss weniger bereichern. Die Leute sind ja reich, meine Damen und Herren. Bereichert sich eines, legt sich einen Kreiszügenwerfer zu. Und dieser Schuss, oh, der war knapp, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der ging straight über die Bosse rüber. Hätte fast diesen Turm hier zum Einsturz gebracht. Ethan fängt ihn aber noch einmal. Hat aber seine 20mm Kanone verloren oder verkauft. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich schätze mal, er hat sie verloren. Und jetzt der Warhead von Ethan. Oh, ist das bitter. Wird zerstört von seiner eigenen Bosse. Meine Damen und Herren, das ist nun wirklich... Da wurden drei Warheads, die collected hätten, von Ethan selbst zerstört. Einfach nur bitter. Trotzdem hat diese Kanone irgendwie sehr viel Schaden erlitten. Ich kann mir nur vorstellen, dass die von den abprallenden Schüssen hier oben und vielleicht auch darüber von der Minigun getroffen wurden. Guter Schaden von der Minigun an der Stelle. Anscheinend, ich weiß nicht, was die Kanone da gerade eben getroffen hat. Auf jeden Fall nicht der Warhead, weil der wurde von Ethan selber zerstört. Und ja, Ethan ist jetzt hier wieder komplett... Ja, ich will nicht das sagen, was ihr alle denkt, aber Ethan sieht nicht gut aus bei Ethan gerade, meine Damen und Herren. Hat hier keine Energieproduktion wieder. Wurde komplett von Matteo hops genommen. Ah, Umgangssprache. Ist auch immer wieder was Schönes. Diese Konstruktion hier, die ist einfach nicht effektiv. Er braucht hier noch Sandsäcke in der Front oder ein zweites Windschild. Ansonsten kann er seine Energieproduktion nicht gegen die zwei Kanonen von Matteo verteidigen. Die Windsäcke hier in der Front, die Sandsäcke, nicht Windsäcke. Mein Gott, warum komme ich überhaupt auf Windsäcke? Das ist hier auf jeden Fall ein effektives Mittel, aber er platziert sie nicht vor seinen Windturbinen, die jetzt hier oben Einzug gehalten, die natürlich auch easy von Matteo zerstört werden können mit einem Kanonenschuss. Keine Frage, die sind da oben absolut nicht geschützt. So, Bassor von Ethan macht nicht wirklich viel. Kein Schaden, trifft hier einmal den Sandsack und einmal hier unten ein bisschen Woodspam. Nichts Schwieriges. Trifft jetzt aber den Sniper und da sehen wir eine Haubitze von Matteo, der sich mittlerweile mehreren Energielagern
bereichert hat. Ach, verdammt. Der hat hier mittlerweile mehrere Speicher platziert, um sich eine Haubitze zuzulegen. Die soll wahrscheinlich diesen Winkel hier ausnutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, meine Damen und Herren. Mir wäre es auf jeden Fall zu risky, weil wenn das Ding hier in dieser Base explodiert, dann ist der Core weg. Dann ist der Core futsch, meine Damen und Herren. So, Matteo auf der anderen Seite hat sich einer Waffenkammer bereichert und geht hier anscheinend für Slugs. Nein, die Striche haben wir im letzten Video geklärt. Das sind Smoke Launcher, genau. Die Flachs sahen anders aus. Ich glaube, das waren so vier Pinöpel. Vier Lego-Pinöpel. Nein, dieser Sockel, das sind Smoke Launcher. Jetzt sieht man es auch. Versucht also hier seinen Warhead besser ins Spiel zu bringen. Mal sehen, ob ihm das gelingen wird, weil Matteo mit seinen zwei Kanonen und gleich einer Haubitze hat hier natürlich die Oberhand zurzeit. So, Warhead für Ethan. Connected nicht, weil Guido und sein Kollege Günther hier unten in der, im Graben, wie nennt man das denn nochmal? Meine Güte. Wer ist denn dieser Graben im Krieg, meine Damen und Herren? Naja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Mir fehlt auf jeden Fall das Wort gerade, wie das manchmal so ist. Und jetzt kommt der Haubitzenschuss für Matteo, beziehungsweise für Ethan adressiert. Dieser versucht es mit seiner Bastor abzuwehren, aber das Ganze funktioniert nicht. Und Matteo konzentriert jetzt sein Feuer mit seinen beiden Kanonen auf den Chor. Dieser nimmt ein wenig Splash-Damage, aber noch nichts Ernstes. Weiterer Warhead für Ethan incoming, aber Guido und Günther hier unten im Schützengraben, meine Damen und Herren. Jetzt habe ich es. Leisten beste Arbeit und verdienen sich hier gerade ihre Medal of Honor. Dafür jetzt habe ich das Ende aber wirklich schlecht gecastet, meine Damen und Herren, das tut mir leid. Der Haubitzenschuss in Kombination mit der Kanone zerstört da auf jeden Fall Ethans Core, meine Damen und Herren. Das war Matteo gegen Ethan, Pinchfist gegen Pinchfist.